Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, ein Unpacking. Es ist mal wieder soweit, wir haben wieder gewichtelt. Dieses Mal war es quasi das Herbstwichteln und ich gehe mal davon aus, dass das nächste das ja, allseits bekannte Weihnachtswichteln werden wird. Das damals auch, glaube ich, der Startschuss dieser Wichtelrunde war. Also ein Jahr Wichtelrunde. Schön. Muss ich mal Diana sagen, dass wir da vielleicht irgendwas Besonderes machen müssen. Ja, mich hat wieder ein Paket erreicht. Und wie immer werde ich das jetzt einfach hinter mich stellen. Lustige Story. Ich wollte dieses Video die Woche schon drehen, weil mich ein Paket erreicht hat. Und ich mir dachte, ich erwarte eigentlich nichts in der Größe. Das ist bestimmt das Wichtelpaket. Habe mich zurechtgemacht, habe meine Haare gewaschen, habe mich hier hingesetzt, mich geschminkt und wollte anfangen zu drehen. Und habe das Paket dann auch hinter mich gestellt und greife dann immer so rein und denke so, okay, da liegen oben drauf direkt zwei Hardcover. Mist. Mit denen fangen wir nicht an. Wir machen ja immer erst die Goodies und dann die Bücher. Wer mein Video schon länger verfolgt oder wer meine Videos hier zum Wichteln schon länger verfolgt, weiß das. Erst die Goodies, dann die Bücher oder das Buch, je nachdem. Ich habe gedacht, okay, bist du ganz schlau. Hab weggeguckt, hab extra die ganze Zeit so geguckt, hab die Bücher quasi hinter den Karton gelegt, damit ich das hier auf der Kamera in meinem Display nicht sehe. Und dann habe ich gemeint, hä, da ist sonst gar nichts drin, nur die zwei Bücher. Hat diejenige irgendwie nicht gemerkt oder nicht gewusst, dass wir da auch ein Goodies reinmachen? Und dann ist mir aufgefallen, es waren die zwei Hardcover-Ausgaben von The Way I Break und The Way You Crumble, die ich schon vor Wochen bestellt hatte, die Dame jetzt erst losgeschickt hat, die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ha, habe ich mir auch gedacht. Dann saß ich nur hier so, Mann, bist du so dumm. Ja, long story short, das ist jetzt aber hoffentlich das richtige Paket und wir machen das jetzt einfach mal zusammen auf. Ich gucke wie immer nicht rein, ich gucke in die Kamera und nicht aufs Display. Oh, da fällt mir gerade schon was entgegen. Das ist ein Brief. Das ist noch nicht das Wichtelbuch. Ich habe allerdings schon in eine göttliche Welt voller Abenteuer die englische Ausgabe zu Hause. Deshalb dachte ich, du freust dich vielleicht. Ich blicke noch nicht ganz durch, was das ist. Aber hier ist ein Brief für dich. Sieht aus, als wäre das selbst gemacht. Ich lese mir das jetzt nicht durch, falls da irgendwie auch was drin steht, was da drin wäre. Von daher müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe immer Angst, dass ich was kaputt mache. Da ist irgendwas eingepackt, wo ein Sticker drauf ist oder so. Denke, da ist viel Krimskrams drin. Zum Anschauen steht drauf. We will see. Was ist denn da für ein Zeug als Packpapier drin? Muss ich mir gleich mal angucken. Hier fällt nämlich gerade alles runter. Ich werde gleich auf jeden Fall staubsaugen müssen. Habe ich mal erwähnt, dass meine Freundin Lou mir ein Wichtelpaket geschickt hat, das von oben bis unten randvoll mit Kunstschnee war. Ich hatte den Kunstschnee noch im Sommer in der Wohnung, ich sag's euch. Zum Anschauen, ja. Das ist Newt Scamander. Das passt sehr gut, weil ich nämlich meinen Newt Scamander geköpft habe, um eine andere Figur draus zu machen. Sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Vor allem, weil sie sich anscheinend im Klaren ist, dass ich die Dinger ohne Karton sammle. Wird mich wahrscheinlich jeder Funko-Sammler dafür hassen, aber ich werfe die Kartons weg. I'm so sorry. Tee? Nein, stimmt gar nicht. Bei Sondereditionen behalte ich den Karton. Und meistens bleiben die dann auch drin. Wie zum Beispiel meine Tefiti. Die ist nämlich beflockt und da sammelt sich sonst zu viel Staub drauf. Dann habe ich hier noch eine Maske drin. The Beauty Mask Company. Kokosnusswasser und Kaktus. Dann haben wir noch mehr Tee. Tee kann man nie genug haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe nämlich gerade meinen heute Morgen leer gemacht, meinen Standard-Tee. Dann haben wir hier noch was Süßes. Champion Minis. Ah, Peanut Champion. Kenne die zwar nicht, aber Peanut klingt schon mal sehr, sehr gut.
So, ich glaube, hier ist auch noch was. Noch mehr Peanut. Noch mehr Peanut. Ich glaube, damit hat sie alles komplett außenrum zugestopft. Noch mehr Peanut. So, da ist, glaube ich, noch mehr. Noch mehr Peanut. Ah, das sind Blütenblätter. Ich denke die ganze Zeit, was liegt denn da drin, was da so fusselt? So. Ich glaube, ich habe jetzt alles... Nee, da ist immer noch was. Immer noch Peanut. So. Also Schoko geht immer. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich bin quasi Schokoholiker. So, und jetzt sind da zwei Bücher drin. Warte, wir nehmen das erste mal raus. Lieblingskiste. So. Das erste Buch, das hier drin ist. Madeline Miller, ich bin Circe. Sagt mir jetzt mal gar nichts. Weil das nicht auf meiner Wunschliste stand. Dieses Buch ist göttlich. Ich war ganz traurig, als es zu Ende war. Also es stand nicht auf meiner Wunschliste. Das hat natürlich nichts zu heißen, dass es mir nicht gefällt. Aber vielleicht hat sie mir das einfach so dazu gemacht. Das ist noch nicht das Wichtelbuch. Das hat wahrscheinlich zu diesem Buch gehört. Das ist noch nicht das Wichtelbuch. Ich habe allerdings schon die englische Ausgabe zu Hause. Deshalb dachte ich, du freust dich vielleicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. So, aber jetzt kommen wir zum Wichtelbuch. So. Ah, ich habe immer noch Tee übersehen. Da war noch Tee drin. Und hier ist dieses ganze Gefussel, was hier jetzt in meiner Wohnung rumfliegt. Es war wohl eine getrocknete Blüte. So. Ausflug in eine fremde Welt. Jetzt bin ich gespannt. Es ist wohl dann wohl kein New Adult Buch. Es ist... ja, mögen wir, lieben wir. Ich bin die Königin der Hexen und er darf es niemals erfahren. The Witch Queen, entfesselte Magie, auch aus dem Carlsen Verlag. Habe gerade den Lesemonat abgedreht, da habe ich auch vom Carlsen Verlag erzählt. Deshalb musste ich gerade so schmunzeln. Wer das Buch noch nicht kennt, die liebe Verena schreibt super, super, super schöne Bücher. Ich habe ich nach dem Buchschnitt noch gar nicht gezeigt. Ich glaube, in der Erstauflage ist bei Band 1 und 2 dieser wunderschöne Buchschnitt. Ich glaube, den ersten Band habe ich damals auch der lieben Nella zu Weihnachten geschenkt. Wenn ich das denn richtig weiß. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo ist bestimmt der andere Band auch noch mit abgedruckt. Düdelüdelü, düdelüdelü. Nein, hier nicht. Was ich immer sehr, sehr lustig finde, wenn die Leute den Preis des Buches durchstreichen. In Deutschland mit seiner Buchpreisbindung ist der Preis leider kein Geheimnis, auch wenn man es durchstreicht. Aber es ist der Wille oder der Gedanke, der daran zählt. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Vor allem, dass sie mir einfach noch ein zweites Buch eingepackt hat. In der Hoffnung, dass es mir gefällt. Aber ich finde das Cover auch richtig schön. Mit diesem Goldglanz und... Mit Göttern macht man bei mir ja sowieso nichts verkehrt, genauso wie mit Hexen. Also zwei absolute Lieblingssettings getroffen. Fühle das sehr. Das werde ich direkt heute Abend benutzen. Vielleicht mache ich mir auch direkt einen Tee dazu. Und esse ein Stück Schokolade. Also ein perfektes Paket. Und der Kollege hier wandert jetzt gleich direkt oben ins Regal zu den anderen Figuren. Ich habe nämlich auch noch zwei von den fantastischen Tierwesen. Einmal Dumbledore in Jung und einmal Johnny Depp. Ich weiß gerade nicht mehr auf den Namen, wie er in der Serie im Film heißt. Aber ja, das war mein Wichtelpaket. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht Lust hätte, auch in unserer Wichtelrunde mitzumachen. Ich packe euch wie immer den Link zu unserer Runde unten in die Beschreibung, ins Infofeld. Und vielleicht habt ihr ja wirklich Lust. Das wäre super, super cool. Und dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, einen von euch beim nächsten Mal zu bewichteln. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!